Postauto. Auf der steilsten Postautostrecke der Schweiz. Wie das Postauto die Alpen eroberte. Die sensationellsten Oldtimer. Die gelbe Ikone. Und der liberalisierte Transportmarkt. Und in Swissmade das Dreiklanghorn. Das wildromantische Kirntal liegt im Berner Oberland. Der Postautokurs auf die Gräsalp verkehrt hier seit 1933. Die unversehrte Landschaft zieht jedes Jahr über 100.000 Wanderer und Bergfreunde an. Das Autofahren hat vorerst noch gemütlichen Charakter. Weiter hinten im Tal, auf der steilsten Bergpoststrecke der Schweiz, wird es dann abenteuerlich. Jörg Portenier fährt hier als Subunternehmer seit 5 Jahren im Auftrag der Post. Eine Wandergruppe hat ihn auf Gräsalp bestellt. Das Spezielle ist sicher die Steilheit. Das sind 28% Steigung an der steilsten Stelle. Und dann die engen Kurven. Wenn man die nicht genau anfährt, hat man Mühe, dass man die Kurve kriegt. Insgesamt 20 von diesen Kurven muss Jörg Portenier auf der 2 Kilometer langen Steilstrecke kriegen, bis er oben auf 1408 Meter über Meer ankommt. Nach Fahrplan verkehren hier die Busse von Juni bis Anfangs Oktober. Dazwischen kann man das Postauto für Extrafahrten buchen, sofern die Straße schneefrei ist. Vom Chauffeur erfordert diese Strecke große Konzentration. Und für manche Fahrgäste ist es wohl besser, wenn sie ihren Blick bergwärts und nicht talwärts streifen lassen. Es gibt solche, die wechseln die Seite beim Hochfahren, aber da es immer wieder Kurven hat, sitzen sie regelmäßig wieder auf der äußeren Seite. Dann wird man fast nicht fertig mit dem Wechseln. Und hier fängt es jetzt richtig an. Und man spürt es, dass es manchmal rutscht, dass die Räder durchdrehen. Und wenn man viele Leute hat und noch einen Anhänger daran, da muss man aufpassen.